Und wir können so lustige Sachen machen wie das Chat-Duell. Ihr habt nämlich all die 5 Fragen bereits beantwortet, die wir jetzt in der Finalrunde spielen werden. Kommen wir zum Finale. Dennis, komm einmal hier rüber. Ja, komm mal rüber. Das ist das Finale, liebe Leute. 18 Sekunden Zeit, hast du 5 Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Nicht nur richtig antworten, sondern schnell. Easy. Super gut. Also, los geht's, Bram. Nennt ein Wort, das mit Dreck beginnt. Drecksack. Ein Tier mit Flecken. Zebra. Ein Beruf mit A. Abfallmensch. Eine Sportart mit Helm. Rugby. Eine Attacke aus Pokémon. Feuerball. Ja. Bam, fertig. Alter Schwede. Zebra. Diese Flecken auf den Zebra. Ja, ist nicht schlecht. Beim Rugby gibt es keinen Helm. Das ist wirklich erzählt. Gibt es echt keinen Helm? Nein, beim Rugby nicht, beim Football ja, bei Rugby nicht. Beim Rugby gibt es keinen Helm? Nein, Rugby ist ein paar. Alles klar. Das macht gar nichts. Der wird schlechter sein. Aber Abfallmensch ist super. Abfallmensch ist geiler Beruf. Kommen wir nun zu der Punktauswertung. Was ist los? Mit Abfallmann! Mensch! Abfallmensch! Immerhin! Ey, es ist fantastisch. Das ist wirklich lustig. Dein Gesichtsausdruck bei deinem Tier. Was, so. Was hab ich da gerade gesagt? Das war so. Oder so. Das hat keine Spunk. Ich find's gut. Ich find's super. Ich wir gucken mal. Frage, kommen wir zur zweiten Frage. Nennt ein Wort. Nennt ein Tier mit Flecken. So war. Da sagte Brammen Zebra. So, Zebra haben von euch auch gesagt. Oh, ja, immerhin 4. Das ist nett, danke schön. Es gibt noch Hoffnung. Besser als Flo. Ja, besser als Flo, Tatsache. Es nennt einen Beruf mit A. Bram hat gesagt, Abfallmensch. Ich kann mir jetzt schon die Bilder von dir vorstellen, Bram. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an den Judy, ja. Okay. Flashback. Geld, Münzen, Geld, Geld, Nase, Geldriecher. Geld stinkt. End of Flashback. Abfallmensch sagten auch. Schau mal. Null. Das ist ja überraschend. Wenn das einer geschrieben hätte, ich hätte den gefunden, ja, und hätte den besucht und den mal geschickt. Der hätte halt gewusst, wie ich ticke. Nächste Antworten. Also, nennt eine Sportart mit Helm. Und auch hier fangen wir mit Gregor. Gregors Antwort an, mit dem Team Brunnen. Gregor sagte, hat kurz überlegt bei dieser Antwort, oh. Football. Brammen sagte Rugby. Und wie viele Leute von euch sagten Rugby? Mehr als 0. 4. Wieder 4. Das sind wahrscheinlich auch die 4%. Das waren wahrscheinlich die gleichen 4 wie bei Zebra. Exakt, das wollte ich gerade sagen. Ja. Letzte Frage. Brammen, wie aus der Pistole geschossen, sagte folgendes. Feuerball. Offensichtlich. Komm, wir decken auf. Und das ist möglicherweise der Sieg für die Team Bohnen. Wie viele Leute von euch sagten Feuerball? Und damit haben wir einen Gewinner, liebe Leute. Chat-Duell, Team Pete Smith gegen Team Bohnen gewinnt das Team Bohnen. War doch gut, war doch gut. Abfallmensch ist geil. Abfallmensch ist super, ey. Ja, 10 Mal gut gemacht.